Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Time at Porsche mit einem neuen Tag und wir stellen als allererstes mal unsere fette Vase hier irgendwo hin. Zack. Und damit haben wir plus 3 Angriff. So, wir haben beim letzten Mal die 20 Stacheln für die Regenschirm-Quest gesammelt. Und der Dude gibt uns da irgendwie ein Buch mit einem Schwertsymbol drauf. Und ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Und wir sollten uns echt schon langsam um die Brücke kümmern. Weil langsam haben wir das ganze Zeug. Oder die ganzen Maschinen dafür, die wir halt benötigen. Aber mal schauen, vielleicht machen wir das heute, dass wir mal die Sachen in Auftrag geben, die wir noch brauchen. So, Mars, ich habe deine Stacheln. Regenschirm plus 1, was? Ist ja gar kein Schwertsymbol, das ist ein Regentuch. Regenschirm. Benutzen. Fertigungsanleitung erfolgreich erlernt. So, gut, dann gehe ich mal zu... Wie heißt die alte nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. 9 Uhr. Ja, haben wir gleich. La 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 la. Rein da. Petra, genau, Petra. Forschung. Hi, did you discover something new? 5 Datendisks. Okay, das werden wir mal schauen, was wir an Datendisks haben. Dann werden wir ihr die mal bringen. Denn dadurch bekommen wir neue Baupläne. Neue Baupläne sind immer gut. Und wir werden erstmal ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? 650. Das heißt, ich könnte mir einen Inventarslot... Geht euch das mal an. Lol. Okay. Was bekommen wir eigentlich für die Brückenmission? Das habe ich gar nicht geschaut. 1800. Wir sollten echt mal langsam schauen, dass wir zu Geld kommen. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Ja, wie gesagt, wir holen uns jetzt mal die Datendisks. Und bringen die mal zu Petra und hoffen, dass wir da echt mal was Cooles rausbekommen aus der Forschung. Und nebenbei schauen wir dann, was wir noch alles so für die Brückenquests brauchen. So, wir haben hier eine Disk. Und wir haben hier 14 Disks. Das ist schon mal nicht schlecht. Laufen wir mal zurück zu Petra. Brückenkopf mal 2 und Brückenkörper mal 1. Schauen wir mal, was die gute Petra uns so an Forschung präsentieren kann. Hi, did you discover something new? Das sollten genug Datendisks sein. Wenn du unsere Forschung allerdings vorantreiben willst, kannst du uns noch mehr Datendisks bringen. Je mehr Daten wir haben, desto schneller können wir arbeiten. Nochmal 10. The data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Okay, morgen gibt's was Neues. Das ist schon mal nice. Dann schauen wir jetzt mal, was wir für die Brückenquest nochmal brauchen. Was ist das da vorne eigentlich? Ach, das ist, wird der Fischer sein, ja. Okay. Da ist unsere Brückenquest. Okay,
Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Kopf. Den Körper und dann wieder einen Kopf, nehme ich mal an. Da, 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 da. So, hopp. Und Fertigungstisch. So, wir wollen jetzt so einen Brückenkopf bauen. Und da geht schon los. Daran scheitert schon, am Hartholz. Das heißt, wir brauchen ein Werkzeug-Upgrade-Kit. Werkzeuge pur. So. Schauen wir mal, was so ein Kit kostet. Hier rum und da. So. 253. Gönn ich mir mal. Ganz wichtig. Wir müssen die Axt upgraden und nicht die Spitzhacke. Nicht, dass ich mich dann verklicke. Das wäre ja nichts Neues. Aber das mit der Ausdauer regt mich schon wieder auf hier. Let's go. So. Gehen wir mal zu unserem kleinen Tisch. Und Werkzeug. Bronze-Axt. Fertigen. So, damit können wir mittelgroße Bäume fällen. Yes. Gut. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, die Daten, das können wir wieder reinpacken, da... Ich habe so viel Crap. Das können wir wegpacken. Ah, das ist hier für selbe Kiste. Ja, selbe Kiste. Das können wir wegpacken, das können wir wegpacken und das können wir wegpacken. Damit haben wir erstmal genug Platz. So, jetzt gehen wir Bäume fällen. Mittelgroße Bäume können wir fällen. So, das wird ein großer sein und das da ist ein mittelgroßer. Sehr gut. Da brauchen wir auch wesentlich mehr Hiebe. Dafür gibt es wahrscheinlich auch wesentlich mehr Holz. Und der Stumpf ist wahrscheinlich das Hartholz. Ah ne, da war schon Hartholz dabei. Und der Stumpf gibt nochmal Hartholz. Sehr gut. Dann fällen wir jetzt mal ein paar Bäumchen. Ja gut. Wir können nachher sicher genug neue Bäume pflanzen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Hartholz wir benötigen. Schauen wir nochmal zum Plan. 25 Hartholz sind 5 Dielen. Nee, Quatsch, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Hartholzdiele mal 5. So, die können wir schon mal in Auftrag geben. Dann brauchen wir nochmal 25 Hartholz. Level 10. Damit skillen wir auch direkt erstmal hier doppelte Chance auf Beute beim Holzfällen.
Genau das brauchen wir jetzt nämlich. Und dann mal schauen, was wir dann noch weiter skillen. Gummifrucht. Da war jetzt 6-mal Hartholz dabei, das ist gut. So. Okay. Wie viel Hartholz haben wir? 28, das ist perfekt, das ist genau die Menge, die wir noch brauchen. Das heißt, die können wir hier auch nochmal in Auftrag geben. Dann sind alle 10 Stück in Arbeit. Sowas brauchen wir als nächstes. Die Bronzeplatten müssen wir auch schneiden. Steinziegel mal 12. Kupferbarren. Kupferbarren. Haben wir eigentlich noch welche gemacht? Steinziegel? Steinziegel? Nee, das sieht nicht so aus. Und wir müssen auch hier alles nochmal auftanken. Okay. So, die brechen wir mal ab und dann machen wir hier die Kupferbahn. So, damit ist schon mal einiges, das wir benötigen in Arbeit. So, ich würde jetzt gerne auf jeden Fall noch eine Truhe machen, damit wir Platz im Inventar bekommen. Das kann ja nicht angehen hier. Möbel, Holzkiste fertigen. Und auch die liegt jetzt wahrscheinlich am Boden, ganz genau. Dann schmeißen wir einfach mal den Schleim weg. Und dann haben wir die Holzkiste im Inventar. Wir haben so viel Stuff, jetzt schon. So, die Holzkiste. Platzieren wir hier. Öffnen. Und dann packen wir mal das ganze Zeug da rein. Wir werden das später auch noch sortieren, keine Sorge. Aber jetzt im Moment passt das so. Uiui, wo kommen die ganzen Steine her? Ach so. Ah, verstehe schon. Liegt der Schleim jetzt eigentlich noch da? Ich glaube nicht. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach noch ein bisschen mehr Holz ab, damit wir einfach nachher die Öfen weiter befeuern können. Da bauen wir aber das kleine Zeug ein bisschen ab. Jawohl, mit der Axt geht das schon wesentlich schöner. Jawohl, 2 Hits, das ist schön. So, ein bisschen Hartholz. Ja, ich weiß, ich habe zwar gesagt, ich möchte die Sachen hier nicht unbedingt abbauen, die um mein Haus rum sind, aber es ergibt sich halt gerade. Wie gesagt, ich denke dann, dass wir auch genug nachpflanzen können, während wir unser Grundstück nachher vergrößern. Haben wir eigentlich irgendeine Quest noch? Nee, außer die Brückenquest haben wir jetzt gerade nichts. Und auch diese Emily habe ich noch nicht gefunden. Ah ja, der ist groß. Da gibt sicher genug Holz. Yo, nice. So, die Ausdauer ist schon ziemlich erschöpft. Ist aber nicht so tragisch. So, da ist nochmal der große Baum. Da haben wir noch jede Menge Kleinzeug.
So. Jawohl. So, damit haben wir auch unsere Ausdauer so gut wie aufgebraucht. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar, Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.